Recht herzlich willkommen zur 39. Folge von Europa Universalis 4 mit England. So, dann wollen wir mal loslegen. Spiel das schließen. So, sind wir drin. Wir haben letztes Mal die Truppen hier hochgejagt, damit die da mal auf kurz oder lang rübergehen. Momentan sind wir mit 18,6 natürlich nicht gerade sehr stark aufgestellt. Die laufen da mit 12 rum. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir gehen da schon rüber. Schauen wir mal hier, was machen die 6 Truppen? Die befreien das wohl. Sieht auch gut aus. War da nicht ein Schiff unterwegs, die da auch noch hinkommen? Die sollen da hin eigentlich, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Obwohl, die befreien das dann auch so, ne? Ja, lassen wir mal so. Hier haben wir eine Enklave mit 7,8. Passt schon. Was ist das denn hier? Protestantisch, okay. Ja, das machen wir gleich alles. Da oben sind noch ein paar Sachen. Wir haben Island hier. Da sind jetzt 2 Armeen. Die können wir auch stehen lassen eigentlich. Irgendwann kommt da mal eine dritte zu, denke ich. Hier sind noch 3. Die können wir da auch lassen. Die Schiffe, denke ich mal, die holen wir. Was ist das? Achso, die sind da im Exil dann. Dann holen wir mal hier hin. Und dann schauen wir mal hier, dass wir hier irgendwie auf Dauer weiterkommen. Ja, eigentlich sollten wir hier gucken, dass wir hier eins von diesen beiden Ländern dann auch wieder in Angriff nehmen, hier zu kolonisieren, ne? Jetzt haben wir das angemacht und wieder ausgemacht, auch interessant. Da sind wir schon am Kernprovinzen machen, das ist okay. Da sind wir bald fertig, ist klar. Land ist im Krieg, ist auch klar. Wir müssen uns wieder auffüllen, nur Kriegsmüdigkeit. Können wir da was tun? Ja, war auch nicht viel. Das haben wir erledigt. Unruhen. Sind so weit runter, bis auf die, die jetzt in Irland da rumwüsten. Achso, und die Flandrischen, die sind da gerade am Bekämpfen, aber wir sind an allen Stellen da dran. Lass mal gerade das Geld angucken. Oh, wir sind mit 5,47 im Minus, das ist nicht gut, ne? Hier könnten wir einen senken, wenn wir Geld dafür hätten, beziehungsweise, was brauchen wir dafür? Macht, Administrative. Gut, hier. Sieht so aus, als ob da nichts passiert. Was haben wir hier? Das haben wir das gemacht. Ja, haben wir gefördert, ne, oder? Auf jeden Fall sollten wir das, wenn nochmal fördern, wenn das geht. Da haben wir aber gerade kein Geld für. Weil diesen, ne? Müssen wir unbedingt loswerden. Gut. Gehen wir hier nochmal rein. Wie weit sind wir hier? Okay, das dauert auch alles noch. Welche Mission haben wir? Ziele müssen wir gucken. Wenigstens eine Provinz im Nordostamerika ist im Besitz von England. Eigentlich ist es das doch, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ist halt so. Ja, das hatten wir schon. Da machen wir jetzt aus dem Protestantisch wieder katholisch. Isaac ist da. Und die Stände sind soweit zufrieden. Gut, dann lassen wir mal laufen und schauen, wie es weitergeht. Haben wir unsere Schiffe denn alle? Ach ne, hier unten. Wir blockieren die Franzosen einfach deren Schiffe, weil die sonst rausfahren, ne? Darlehen wurde verlängert. Haben wir einen Kredit aufgenommen. Gut, wenn wir den aufgenommen haben, dann können wir, wo war das hier? Ja, dann machen wir das ganz einfach mal. Wir fördern das, damit das besser wird, ne? So, dann ist der Malus weg. Jetzt geht hier das mir zu schnell, Handelsgesellschaft. Macht plus 20. Okay. Norwegen sieht England nicht länger als Rivalen an. Sehr schön.
Sligo wird kontrolliert, okay. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt können wir mal gerade gucken. Nee, da nicht, sondern hier. Dann müsste dieses jetzt schneller wieder werden, ne? Der Malus ist ja weg. Dann diese Ansicht wieder. So, dann marschiert einmal gerade da runter und befreit schon mal das Land. Franzosen kommen mit 24 Dukaten an. Und wollen noch immer ganz viele Sachen von uns haben. Da können wir mal was bauen. Das wäre der Marktwert. Ne, den wollte ich jetzt nicht. Hier war was, ne? Es gibt 19 Taler. Werkstatt. 13. Richtpunkt 6 sozusagen. Hier einen Hafen. Ja, das bringt jetzt auch nicht weiter. Armee, Verteidigung. Oh, hier ist. Vielleicht zu überlegen, was zu machen, ne? Aber jetzt nicht. So, das haben wir gemacht. Das sind wir bei. Dann lassen wir jetzt wieder laufen. Kernprinzen, die sind noch am Rackern. Gut. Läuft noch. Ist da was von uns bei? Nein, das sind andere Schiffe. 1,9. Darlehensangebot 45. Akzeptieren wir. Oh, der ist jetzt tot. Das ist der Befehlshaber. Da müssen wir uns einen neuen besorgen. Da haben wir Lancaster besetzt, das ist gut. Dann marschieren wir da mal hin. Und dann brauchen wir einen Anführer, den setzen wir dann auch in die Truppe rein. Und der kann Fernkampf, der kann Nahkampf, Manöver und Belagerung. Ist eigentlich kein schlechter, ne? Lass mal weiterlaufen. Und gucken mal, was hier so wird. 19, okay, die ziehen da hoch, dann ziehen wir da gleich rüber. Da so ein Angebot der Franzosen rein. Oh, jetzt wollen sie schon kein Geld mehr. Kostenschiffe sind weniger. Die haben das besetzt. Und die haben das besetzt. Okay. Die Frage, was wir da machen. Gehen wir da drauf oder warten, bis die kommen? Kein Geld. Problem. Das haben wir besetzt. Standpunkt Operator abgenommen. Laufen wir darüber, wenn die da sind. Die gehen nach Ulster. So, Pause ist drin. Was passiert? König, die singende Vertrauen unseres Volkes wird Rezenseinbruch. Okay. Da ist da jemand gestorben. Vier, fünf und eins. Okay. Wir können nicht länger beanspruchen. Das Armor. Okay. Reformer gestorben und Naturwissenschaftler auch. Dann lass uns doch mal gerade gucken. Dass wir hier vielleicht wieder was aufbauen, ne? Drainagenetzwerk aufbauen, bestätigen. Das ist noch nicht frei geworden. Da sind wir dran, ne? Ja. Da sind jetzt 21 Armeen. Und jetzt sollten wir hier mal gucken, was hier so Sache ist. Umkämpfte Nachfolge, ist klar. Da geht ein bisschen voran, dauert aber noch. Beraterplatz ist klar. Wo kommen die? Sligo, okay. Im Prinzip sind wir vor Ort, ne?
können wir sowieso nichts machen, dann bleiben wir drauf. Gut, weiterlaufen lassen. Das befreien wir jetzt. Kommen die Franzosen wieder. Jetzt wollen sie wieder 24 Dukaten haben. Okay. Und jetzt gehen wir dahin und hoffen, dass die dann auf uns zukommen. Aber ich weiß es nicht. Lagerung von Kollegen. Okay, das haben wir dann geschafft. Und dann möchte ich diese Truppen auch gerne zurückholen. So, was passiert jetzt hier? Die marschieren ganz woanders hin? Ne, doch nicht. Dann gehen wir da hin. Sind wir eher da? Nein. Okay, dann gehen wir da hin. Sieht aber gut aus. Wir sind dann doch mal stärker geworden, das war auch mal schaffen, ne? So. Okay, dann machen wir Pause. Der englische Schweiß breitet sich in London aus. Thomas I. flüchtet aus der Stadt, verlieren wir Stabilität. Da verlieren wir Geld. Verlieren 100 diplomatische Macht. Dann machen wir das doch, oder? So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Finanziell sieht das ja nicht ganz rosig zurzeit aus, ne? Hier zu teuer. Ich meine, dass wir die mal auflösen werden. Die können wir uns alle nicht leisten. Ja. Wie sieht es jetzt finanziell aus? Immer noch schlecht. Dann haben wir hier noch welche. Da müssen wir was von abbauen. Kein Anführer. So, die. Die. Die weg. Die auch noch. Wähle diese Einheiten aus und löschen. Es sind immer noch zu viele. Haben wir denn noch niedriger? Nein. Die fliegen auch noch raus. Ich glaube, wir können da noch einige mehr rausnitzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die beiden weg und das Rest, den Rest behalten wir, obwohl diese. Ja, wählen wir die aus und die schicken wir auch weg. So, das sind noch 5000, die werden sich auch noch weiter auffüllen. Gut, die haben wir aufgelöst. Was haben wir jetzt hier? So. 14.000 Mann. Ich weiß nicht, 19, 24.000 sind es dann. Die müssen sich dann erst auffüllen. Gucken wir mal hier oben gerade, da sind aber zwei, die sind aufgefüllt. Naja, genau. Und hier sind es drei, die sind auch aufgefüllt. Hier ist eine fremde Armee und hier sind die Schiffe. Da können wir Söldner anwerben. Kann man da was machen? Nö. Was ist das? Okay. Die drei. Bringen wir mal hier hin, oder? Nee, das will ich dann nicht machen. Dann fahren wir die da hin und dann holen wir die da mit rüber. Gut. Jetzt mal wieder ein bisschen laufen. Schiff fährt rüber. Das läuft. Hier zahlen wir das Darlehen zurück. Und hier befreien wir das. Das ist auch befreit. Super. Dann
schicken wir die nach Sligo, weil das waren die, die da als erstes rauskommen, oder? Ja, wo sind sie jetzt rausgekommen? Oh, da sind die rausgekommen. Und alle aufgerieben, ne? Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das bedeutet... diese wählen wir aus. Und bringen die mal... Und dann steigen wir da nachher ein und fahren dann rüber. Weiß ich nicht, ne? Da sind jetzt... Ah doch, das müssten wir dann schaffen. Ach, da auch. Und da 11.000. Wow. Ja, das wird dann schwierig, ne? Das werden wir wohl nicht schaffen, die da runter zu kriegen. Na, darüber werden wir dann mal irgendwann verlieren. Okay, ist halt so. Jo, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.